Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Moving Out. Hier als nächstes das Bürgerwehr-Hauptquartier. Wir halten direkt mal an und schauen mal. 17 Gegenstände, 4 Minuten Zeit, da haben wir schon wieder so eine Couch, ne? Das kann wieder was geben hier. Und auf dem Bild war gerade die Tür versperrt. Das könnte auch noch interessant werden. Schauen wir doch mal. Die Bürgerwehr beschützt Packmore vor Unruhestiftern. Aber Packmore ist so freundlich. Wer sollte hier Unruhe stiften wollen? Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, wir werden es nicht herausfinden. Da haben wir aber eine Garage. Die kriegen wir von innen auf. Dann würde ich sagen, machen wir das direkt. Das Paket lassen wir da liegen. Oh, die haben auch noch eine Halle. Okay, los geht's. Los geht's. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier überhaupt reinkommen. Achso. Okay. Das Paket legen wir hin. Irgendwie. Dann können wir das hier aber auch rauswerfen. Und wir holen zuerst das große Bett hier raus. Da müssen wir wieder nachziehen. Ja. Oh, die Betten immer, ne? Immer die Betten. Immer ein bisschen zickzack, dann geht das vielleicht. Ah. Okay. Wir sind durch. Ja, das Sofa muss raus. Und einmal platzieren. Hilfe, das kann was geben mit dem Sofa. Na? Wenn das drin nur noch Pakete sind, dann wäre ich da ja schon mal ganz glücklich drüber. Dann werfen wir die alle über den Zaun, aber ich bezweifle, dass das nur Pakete sein werden. Okay. So, das lassen wir mal so liegen. Holen wir gerade das Paket. Oh, das war doch ein guter Wurf, oder? Liegt direkt in der Lücke drin. Oh. Oha. Und bis es tun. Riesige Sachen hier. Lass mir da liegen. Kriege ich da gar nicht drüber, oder? Nee. Verdammt. Oha. Ah. Rauf hier. So. Dann haben wir wieder was, was nicht zerbrochen werden darf. Oh, hier sind wir gut raus. Das muss nur noch so anhalten. Und da ist das Huhn, was auch mit soll. So, du kannst da hängen bleiben. Ich hoffe, dass du bleibst da auch so hängen. Sieht zumindest auf jeden Fall schon mal gut aus. Nicht abheben hier. Da fallen die... Oh, die ganzen Sachen von der Wand. So. Ja, das hat mir auch ein bisschen Zeit gekostet, das zu probieren, ob es da überhaupt drüber geht. Aber es geht ja nicht. Nein! Oh, es ist nicht kaputt gegangen. Glück gehabt. So. Und... Nein, das böse Huhn. Hätte mich fast eingesperrt. So. Und rein da. Oha, wir haben nur noch eine Minute. Alter Schwede. Oh ja, damit hätten wir auf jeden Fall doppelt abgesichert. Nein! Verdammt, ich hab's vergessen. So. Nee, das schaffen wir nicht in der Minute. Ganz sicher nicht. Das müssten wir ja richtig schnell gewesen sein für. So schnell sind wir nicht. Glück liegt der Koffer da. Okay, das Huhn ist selber reingelaufen. Das hat Bock, umzuziehen. Und... Okay. Ach, verdammt, was mache ich denn? So. Da fehlt ja noch was. Nutzen wir mal gerade als Boost.
Oh nein. Gefangen. So kann es gehen. Und einmal raus hier. Nein! Verdammt! Damit wird ja selbst sogar Silber gerade schwierig. Dann müssen wir das aber nochmal machen. Das steht fest. Mit Silber geben wir uns nicht zufrieden. Oh nee, oder? Und das fällt mir jetzt auf. Ja, wissen wir Bescheid. Moment, wir machen das nochmal. Wir schaffen es ja eh nicht mehr. Jetzt wissen wir aber Bescheid, dass wir da aufmachen können. Hätte ich gar nicht so oft rumrennen müssen. Dann macht das auch Sinn. Also. Jetzt wissen wir, wie das Ganze hier läuft. Ausziehen. Einmal. Oh. So. Weil wir gleich Hühner haben, lege ich das auch dahin. Dann holen wir das Bett hier wieder raus. Das läuft auch schon mal besser. Und das stellen wir wieder an dieselbe Stelle. Das lief soweit, glaube ich, ganz gut. So. Ja, das lassen wir so stehen. Dann die Couch. Mitnehmen. Ich glaube aber, die Hühner sind ruhig geblieben, als sie drin waren, oder? Sah zumindest so aus. Ich mache jetzt hier so eine Hühnerecke hin. So, da kommen die Hühner hin. Wenn die da nicht rauskommen, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mitnehmen. So. Da rennen sie schon wieder amok. Mitnehmen. Wie war denn das hier? Ach so, hier, ne? Ja, dann dreht er sich nämlich. Und den Koffer legen wir hier hin. So. Mitnehmen. Und rein da. In die Ecke. Nein. Okay, die haben ihre Ecke. Und wir sind gut in der Zeit, glaube ich. Jetzt können wir nämlich auch hier reinspringen, genau. Dann nutze ich das Ganze hier. So ein bisschen als Boost. Ja, dann sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs. So, dann geht's mal hier hoch. Da brauche ich aber was für. So. Das legen wir ganz vorsichtig ab und gehen hier hoch. Mitnehmen. Ah, komm. Ja. Hier, ihr habt ein bisschen Musik. Oder auch nicht. So, dann die Waschmaschine. Na komm. Die muss auch noch irgendwo da reinpassen. Die steht aber. So. Mit dem. Okay, das liegt. Damit haben wir die halbe Miete. Ach, verdammt. Und rein damit. Ich gehe hier lang. Da, ja. Wird eng. Wird sehr, sehr eng. Vor allen Dingen, weil die Hühner hier wieder den Ausgang blockiert haben. Oh Gott.
9 Sekunden. Komm schon. Oh, wir haben es geschafft. 10 von 10. Oh Mann, das war knapp. Ah, wir haben eure Anzeige in der Packmore-Post gesehen. Ihr seid das Team, das alles transportiert, oder? Wir benötigen Möbelpacker mit optionierbaren Daumen, die keine Fragen stellen. Ich hatte sowieso keine Fragen. Sollten wir Aufträge annehmen, ohne vorher den Boss zu fragen? Stell dir vor, wie stolz er sein wird, wenn er sieht, wie viel extra Arbeit wir geleistet haben. Er wird so dankbar sein, dass wir es geheim gehalten haben. Boah, das war so richtig knapp, ey. 3 Minuten 56, wir hätten noch 3 Sekunden gehabt. Helfe einem Huhn zu fliegen. Ah, cool. Halte die Hühner von dem Gras fern und decke das verrückte Geheimnis auf. Was haben wir denn da? Die Tür? Nee. Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn da aufgedeckt? Das ging so schnell alles. Das war bestimmt die Tür. Oder? Ich weiß es nicht. Der Verkehrsstau von 82. Verlassenes Depot. Da ist doch bestimmt die Mafia hier. War das hier das? Was? Zertifizierung erneuern? Machen wir gleich. Ja, das muss das wohl gewesen sein. Dann machen wir das jetzt. Zertifizierungen erneuern. Rom ist nicht an einem Tag umgezogen. Promise to help each other, celebrate the joys of life and to console each other. Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement, and relocation technician. You're probably asking yourself, okay. Gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module will provide all the necessary information you need to picking up objects is an essential moving technique. Aber wieso müssen wir das jetzt nochmal machen? Jumping with moving solo? No problem. Wir sind sehr schnell. Heavy objects with your back. You can also throw items, but don't worry, these boxes are trained for this. For faster moves, try throwing objects. The ground will catch every mover's arch enemy. Fragile objects. Haben wir gefangen? Don't drop these sensitive doodads. Da haben wir einen Geist. A ghost! Slap him out of the way if Schluss he gets lustig. Too close. Und die nächste Kabine. Was kommt denn Neues? Always focus on what needs to be moved next. You're almost there. I believe in you. You did it. Abgeschlossen. You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Aber warum? Glückwunsch zu Furz. FARTs. Ganz geschafft. Mit Leichtigkeit. So, aber... Ach so, das war einfach das Training. Moment, das war hier hinter. Oh Gott. So. Der Felsen Spurt. Machen wir mal. Das klingt auf jeden Fall schon mal anstrengend. We're deep in the mountains of Packmore, securing a golden relic. The divine something or whatever. It's like a cool paperweight. But it turns out the place is booby-trapped. However, they didn't plan on smooth moves being the fastest in the business. Okay, auf die Plätze. Fertig, los. Hui, nee, oha. Uff, Basse. Amazon-Paket kommt. Das läuft ja noch ganz gut. Oha, hängen geblieben. Und die nächste Kugel kommt. Was? Okay. Eieieiei. Und es ist drin. Oh. The client gave the relic right to a museum. Seems like a waste of a cool paperweight, if you ask me. Game over. Zurückspulen. Was? Wir haben es doch geschafft, oder? Wir haben es doch geschafft. Und zwar sehr gut. Haken ist dran und der Verkehrsstau von 82. Das kann auch wieder was geben hier. Wenn man da schon die Sofas rumstehen sieht.
The Traffic Jam of 82. Now that was a classic. Gridlock for miles. Might as well have been a parking lot. And then I spotted a perfectly good couch smack dab on the pavement. Now an amateur moving company would ignore it, but I sent my certified FARTs right into traffic. Los geht's. Okay, dann. Ey, was soll das? Achtung! Oh, der kommt. Oh, oh. Danke, dass du zurückfährst. Wie sieht's hier aus? Okay, wir sind drin. Übelst geil. And you know what? That couch sits in the Smooth Moves office to this day. Geschafft. Schön, schön. Okay, wir fahren zum nächsten Auftrag zu dem Depot. Moment, was haben wir hier noch? Achso, das war das Training, genau. Da wollen wir nicht nochmal hin. Und verlassen das Depot. 52 in 2,5 Minuten, was? Was? Das kann lustig werden. Ist dies das richtige Gebäude? Es ist leer. Das ist, weil Wochenende ist. Wer arbeitet schon am Wochenende? Wir machen das. Machen wir uns an die Arbeit. Oh Gott. Ja, das ist kein normaler Umzug. Wir stellen keine Fragen. Gott sei Dank gibt es ein großes Fließband da, wo es hin soll. So, oh. Ich versuche mal, sowas in der Art wie so einen kleinen Stau hier zu erzeugen, dass sie sich einfach weiter drücken. Vielleicht klappt das, vielleicht geht das auch völlig schief. Oh, das sind zu wenige Gegenstände dafür. Oh Gott. Okay, zwei Sachen haben wir schon. 3, 4, 5. So, das wird da hängen bleiben, kommt aber noch hinterher. Okay. Ich will nicht da rein. So. Okay, da können wir ganz normal rein. Komm schon, Kippturm. Okay, das war auf jeden Fall schon mal viel wert. Sehr viel wert. Aber wir haben auch kaum Zeit, ne? Ich muss halt direkt am besten richtig umkippen, dass die Sachen direkt da reinkommen. Oh, das ging schnell. Nein, verdammt. Na ja. Und die... Nein. Au, verdammt. Autsch. Das war aber fies. Haben wir jetzt ganz viel Zeit verloren. So, hier haben wir wieder ein paar große Sachen. Ein paar kleine. Eieiei. Und der Rest. Oh, das hängt völlig fest. Nein. So einen Stau wollte ich nie produzieren. Egal, wir machen erstmal weiter. Gold hat es hier aber wieder richtig in sich. So. Okay. Stau auflösen. Ja. So, jetzt sind wir nämlich schon bei Silber. Und es fehlt halt immer noch ein bisschen was.
So, den Stuhl noch. Und dann hat hinten noch die Couch gefehlt. Das ist natürlich jetzt nochmal das Schwierigste. Vor allem, wenn wir hier zersägt werden. Oh, ja, okay. Ging ja doch noch sehr gut. Ich bring den Stuhl selber hier rein. Ach, geht gar nicht. Okay, wir haben es geschafft. Geil. Oh, ist sehr voll. Jemand hat Zeit damit verbracht, alles in ordentlichen Stapeln zu verbauen und sie dann einfach hier zu lassen. Hm, ich rieche hier etwas Fischiges. Tut mir leid, ich hatte zum Mittag Thunfisch. Eieieiei. Sehr viele Gegenstände, die wir hier transportiert haben. Okay, zurück zur Karte. Eieiei. Nun gut. Gute Arbeit. Wir haben noch einen Auftrag für dich im verschlossenen Lager. Wie kommen wir hier hinein? Wir haben den Schlüssel verlegt. Versuch die Tür aufzuschütteln. Zu rütteln. Okay. Verschlossenes Lager. Da fahren wir hin, aber wir machen das beim nächsten Mal wieder, denn wir sind wieder in einer Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Umzug. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich über beides freuen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.